Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch. Heute geht's um ein Thema. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Pornos. Absurd, dass das jemand kennt. Wenn man sich erstmal objektiv vor Augen führt, was Pornos eigentlich sind. Als Beispiel, okay? Ich gehe beim Essen auch nicht her und ziehe mir während dem Essvorgang ein Video rein, wie jemand anders aggressiv am Essen ist. Was machst du? Spaß beiseite, wir wissen's, Pornos machen süchtig. Ich gucke keine mehr, ich wüchse per Gedanke. Meine Mitarbeiter zwingen mich dazu, Pirno-Dialoge anzugucken. Wer von euch kennt es nicht? Ein richtig guter Pirno wird erst gut, weil die Storyline dahinter stimmt. Absolut. Wir gucken rein. Ich fühle mich bereits ganz schön leer gemolken. Na großartig. Am besten wir machen uns auf eine lange Nacht der schlappen Schwänze gefasst. Oh Mann ey. Womit habe ich das verdient? Es ist Dienstag, es ist 13 Uhr früh am Morgen. Wieso muss ich mir die Scheiße hier geben? Weiß niemand ein geiles Spiel, das müde Männer munter macht? Genau, wir brauchen kein Fernsehquiz. Wir machen unser eigenes. Es nennt sich, wer reitet auf meinen Schwanz-Quiz? Alles klar, geile Idee. Wirklich ein sehr, sehr geiles Quiz an der Stelle. Ich verstehe nicht, warum es das Ganze damals nicht als Brettspiel gab. Was wollen Sie denn? Ich gehe mal davon aus, dass der Typ auf einer Schauspielschule war, oder? Jetzt guck dir das mal an, das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt sind Sie bitte so freundlich und gehen dann links ins Schlafzimmer rein. Im Schlafzimmer auch noch? Das wird ja immer doller hier. Beschissener kann der Tag für den Typen nicht enden. Props gehen raus an die Regisseure. Da wurde wieder 100%ige Meisterarbeit abgeliefert. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Also mindestens 5 Jahre. So, du willst also netterweise unseren Haushalt führen. Solange Mom in Amerika ist. Ich hoffe, ich kann eure Mutter würdig vertreten. In allem? Rolf guckt schon ganz gierig. Dein Schwanz soll sich ja toll entwickelt haben, hat eure Mutter erzählt. Lass doch mal sehen. Ja, nee, Gabriele. Der Schwanz von meinem Sohn hat sich wirklich super entwickelt. Erotikmodel! Nee, man muss wirklich sagen, gute Storyline. Was machen wir nun mit dem angebrochenen Nachmittag? Als du mich das letzte Mal vom Tennisclub abgeholt hast, da waren doch an der Bar der Richard und der John. Und die waren total begeistert von dir. Ja, ich kann ja die zwei Jungs anrufen, sie einladen, dass sie herkommen. Was sollen denn die beiden hier? Ja, was schon? Sowas muss ich mir nicht angucken. Ich bin ein Mensch mit Würde, mit Klasse, mit einem gewissen Charisma. Vincent, Alicia, geht's bei euch eigentlich noch? Gibt's von euch da draußen Paare, die es nice finden, wenn sie mit anderen Geschlechts... Nee, es interessiert mich eigentlich gar nicht. Man kann nicht dafür, dass es gerade nicht geil ist, weil es ein One-Night-Stand und dann macht man das mal schnell. Oh mein Gott. Auch Andreas Sand nutzt das schöne Wetter zu einem ausgedehnten Jogging. Hallöchen. Ah, hast du meine Jacke holen? Ja, sieht so aus, ob ich meinen Zettel verloren habe. Hüten Auge zu. Kannst du mir die Jacke rüber? Ohne meine Jacke gehe ich da nicht raus. Geh raus! Raus! WTF? Raus, komm mal. Ich weiß genau, so okay. Alter Schwede. Ich find's schade, dass ich nicht selber mal in so einem Film mitwirken konnte. Ich meine, das wäre für mich wirklich das Größte. Halt mal. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst mir jetzt gerne den Daumen ins obere linke Ohrenloch katapultieren. Und bitte, tut mir einfach den Gefallen und abonniert den Channel nicht. Spaß! Wenn ihr mich nicht abonniert, werde ich mir nie wieder per Gedanke einbüchsen können. Wie bitte? Ich denke, nach den guten Vorgeschichten werde ich jetzt erstmal ins Bad gehen und mir kurzerhand ein Verpisst!